Nach der Herrschaft der Taliban, wie sieht es im Nordwesten Pakistans aus? Blutiger Freitag in Pakistan. Am 5. November 2010 sprengt sich ein Selbstmordattentäter in der Stadt Dara Adam Preel in die Luft und tötet mehr als 70 Menschen. Der Anschlag geschieht in einer Moschee und soll die Bewohner bestrafen. Sie hatten eine Bürgermiliz gegründet und sich gegen die Herrschaft der Taliban aufgelehnt. 3 Tage zuvor kommen wir an Dara Adam Preel vorbei. Die Stadt gilt als illegale Waffenschmiede Pakistans. Von hier kommen die Gewehre für Terroristen und Banditen. Eine Filmerlaubnis von den Behörden erhalten wir nicht, wohl aus gutem Grund. Angespannte Sicherheitslage auch in der Großstadt Peshawar, rund 100 Kilometer von der afghanischen Grenze entfernt. Bis vor kurzem wird sie von den Taliban kontrolliert und das spürt man heute noch. Das Businessviertel ist wie ausgestorben. Autos dürfen in dieser Tiefgarage schon lange nicht mehr geparkt werden. Zu groß ist die Anschlagsgefahr. Dieser Mann hat keine Beine mehr. Unschuldige Opfer von solchen Attentaten sieht man überall in der Stadt. Der Alltag scheint nach Peshawar zurückgekehrt zu sein. Doch viele Menschen leben hier in Angst. In einem Teehaus treffen wir einen arbeitslosen Touristenführer. Er hat einmal westliche Besucher durch Peshawar geführt, aber seit 4 Jahren kommt keiner mehr. Die Taliban patrouillierten hier offen auf ihren Pickups und sie entführten Ausländer, um Geld für ihren Terrorkrieg zu erpressen. Seitdem wir am Kampf gegen den Terrorismus teilgenommen haben, haben die Taliban großen Terror im ganzen Land ausgeübt und die Sicherheitslage war sehr angespannt. Wegen der Nähe Peshawars zur afghanischen Grenze hat es hier aber besonders viele Anschläge gegeben. Die pakistanischen Sicherheitskräfte haben Peshawar erst seit einem Jahr wieder halbwegs unter ihrer Kontrolle. Doch auch 2010 bleibt die Stadt das Hauptanschlagsziel der Taliban. Deshalb sollte man sich hier keine 15 Minuten an einer Stelle aufhalten, erzählen uns die Menschen auf den Straßen. Viele Einwohner sympathisieren hier immer noch mit den Taliban. Jede US-Drohne, die Unschuldige tötet, treibt die Menschen in die Arme der Terroristen. Doch es gibt auch Menschen, die anders denken, die den Terrorkrieg der Taliban verurteilen. Meine Familie ist ebenfalls betroffen, sagt dieser Händler. Sie haben Angehörige von mir erschossen und auf einem anderen Markt ganz in der Nähe hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gejagt. Dabei sind auch Familienmitglieder ums Leben gekommen. Die Menschen wollen wieder ein normales Leben führen. Doch bei den Einwohnern von Peshawar herrscht Misstrauen darüber, wer hier tatsächlich die Macht hat. Die Taliban oder die pakistanische Regierung. Wer eine Meinung gegen die Gotteskrieger vertritt, lebt hier gefährlich. Das sind keine guten Menschen. Die zerstören unsere Nation. Sie wollen unsere muslimischen Frauen und Kinder töten. Wie könnte ich jemals sagen, dass Taliban gute Menschen sind? Im Gegenteil, das sind die Feinde unserer Nation. Wir reisen noch weiter in den Norden Pakistans, in die Swat-Region. Hier hatten die Taliban 2009 regiert und die Scharia eingeführt. Die Landbevölkerung erhoffte sich eine Enteignung der Großgrundbesitzer und damit die Neuverteilung der Felder. Teilweise kam es auch dazu. Der pakistanische Staat tolerierte das neue Taliban-Gebiet, weil er lieber verhandeln statt kämpfen wollte. Doch mit der Sympathie der Bevölkerung im Rücken dehnten die Gotteskrieger ihren Einflussbereich immer weiter aus. Die Swat-Region, einst Touristenmagnet für Besucher aus dem In- und Ausland, wurde immer weiter in die Steinzeit gebombt. Dann erst griffen Pakistans Streitkräfte ein und eroberten das Gebiet zurück. Heute kann nicht jeder hier durchreisen. Es gibt immer noch viele gesperrte Zonen, die nur mit einer Sondergenehmigung besucht werden dürfen. Dies ist ein Dorf im einzigen Einflussbereich der Terroristen. Wir wollen wissen, ob die Menschen hier die Taliban unterstützt haben. Nein, das haben wir nicht, weil die Taliban keine Muslime sind. Sie legen den Koran falsch aus. Wir sollten lieber einen anderen fragen. Doch auch der Händler gibt sich zwar freundlich, aber reichlich wortkarg. Nein, ein Taliban-Problem haben wir hier nicht, was auch immer das heißen mag. In dem Dorf gibt es einen Waffenhändler. Vielleicht hat er noch Kontakt zu den Kämpfern und macht mit ihnen Geschäfte. Aber auch dieser Mann schüttelt den Kopf. Nein, die Taliban sind weg.
Gewehre und Munition, manches sieht hier nach Ausstattung für die Jagd aus. Doch wohin diese Munition gehört, bleibt offen. Enten gibt es viele zu jagen in dieser Gegend, sagt der Händler. Die Taliban würden bei ihm jedenfalls keine Waffen kaufen. Wir fahren weiter und entdecken einige Mädchen, die gerade von der Schule kommen. Es ist ein gutes Zeichen, denn als die Taliban noch hier waren, hatten sie alle Mädchenschulen geschlossen. Die Furcht vor der Rückkehr der Gotteskrieger ist aber noch überall spürbar und der Staat hat mit seiner Verhandlungsbereitschaft mit den Taliban viel Vertrauen verspielt. Momentan sichern Soldaten das Gebiet. Die Frage bei Pakistans instabiler Lage ist allerdings, ob sie es auch halten können.